Also, ich habe ein Problem mit dem T4 hier. Das ist ein 2,5 Liter ACU von 95 und ich werde wahnsinnig. Der hat jetzt hier aktuell 72 Grad. Ja, dann ist hier alles, aber auch wirklich alles getauscht, was man irgendwie tauschen kann. Also, die Temperatursensoren, der Drosselklappenpoti, die halt hier unten die. Wie heißen sie? Klopfsensoren. Hier hatten wir einen anderen drin. Hallgeber wurde getauscht. Zündkerzen alle neu. Lichtmaschine neu. Lambda-Sonde neu. Batterien andere drin. Und original eins, da unten ist das zweite und das dritte Motorsteuergerät. Alle mit dem gleichen Fehler. Das ist das Motorsteuergerät von meinem Bus, der da draußen steht. Ja. Och, wo ist er? Da. Das funktioniert einwandfrei bei mir im Bus. Also, das macht überhaupt gar keine Probleme. Und jetzt zeige ich euch mal sozusagen, was das eigentliche Problem ist. Also, wenn ich den Wagen anmache. Dann läuft er erstmal vernünftig. So, jetzt hat er den mich hier rausgeschmissen. So, also erstmal sieht alles gut aus. Wo sind wir bei der Temperatur? Immer noch bei 72 Grad. Also, Temperatursensor ist natürlich auch neu. Also nicht nur einer, sondern irgendwie verschiedene. Aber ich kann das Problem sozusagen provozieren, indem ich einfach anstelle von dem Temperatursensor mit so einem, na, wo ist es? Mit so einem Teil hier, wo man die Widerstände einstellen kann, da kann ich ja quasi mir einen beliebigen Widerstand aussuchen, der ja dann eine beliebige Temperatur quasi simuliert. Und jetzt mach ihn mal warm. So, und das ist jetzt das Fehlerbild. Mit der alten Lambda-Sonde ist er denn sofort ausgegangen. Jetzt, wo die neue Lambda-Sonde drin ist, macht er quasi das. Wir sind jetzt bei 87 Grad. Und ja. Luft des Elends, ich mache mal aus. Jetzt steht er hier auf 90 Grad. Das Ganze fängt ungefähr bei 83 Grad an. Ich hatte genau den gleichen Fehler bei einem Freund von seinem Bus vor ungefähr anderthalb Jahren schon mal. Exakt der gleiche Fehler. Also auch, dass der, wenn der auf Temperatur gekommen ist, das rausgeschmissen hat. Ich habe den Fehler damals bei seinem Bus auch nicht gefunden. Und dadurch, dass der auf den Bus angewiesen sind, haben wir halt die einfache Lösung genommen. Und damit funktioniert der Bus auch. Also damit kann man irgendwie fahren. Das ist sozusagen die schlechte Lösung für den Notfall. Und zwar, man nimmt hier den Temperatursensor, macht den einfach quasi da unten an den Sensor da dran, also an den Kühlmittelsensor, der sozusagen die Kühlmitteltemperatur und das Motorsteuergerät legt, und legt den einfach so daneben. Na? Also, man legt den dann da quasi einfach so, schiebt man den da so rin, dann ist er ja auch relativ nah am Motor, kommt dann halt nur auf ungefähr 60 Grad und dann kannst du mit dem Auto fahren, wie als wenn nichts ist.
ohne Probleme hunderte von Kilometern. Mein Kumpel, der ist mit seinem T4, das ist ein Lastentier, der arbeitet auch in der Werkstatt und holt immer mal wieder aus ganz Deutschland irgendwie Autos. Der fährt jetzt seit anderthalb Jahren mit dieser Lösung. Das Problem ist, du kommst halt irgendwie mit der Temperatur, wenn der Sensor daneben liegt, halt nur ungefähr auf 60 Grad. Und das ist halt, das heißt, der Wagen läuft halt immer zu fett. Und wenn dann da der Cut und die Lambda-Sonde nicht 1A sind, dann kommst du so natürlich auch nicht durch den TÜV, weil du dann die Abgaswerte irgendwie nicht bestehst, weil der Wagen ja praktisch nicht warm wird, ne? Und jetzt werde ich jetzt bei dem Wagen hier erstmal quasi mich so widerstandsmäßig irgendwie rantasten, dass ich eine Temperatur bekomme, die so nah wie möglich an dem ist, was das irgendwie haben kann, dass er quasi nicht ausgeht. Das löte ich dann quasi in so einen Kabelstrang ein. Naja, finde ich jetzt nicht. In jedem Fall habe ich mir so einen kleinen Kabelstrang gebastelt, den ich da auf den Sensor drauf tun kann und dann quasi in den Strang habe ich schon ein paar Widerstände eingelötet, sodass ich irgendwie immer noch auf 86 Grad komme oder irgendwie sowas. Ist aber immer noch ein bisschen, der Widerstandswert ist noch ein bisschen zu hoch. Also ich will ja, dass das regelt, ne? Deshalb sozusagen löte ich die quasi in Reihe zu dem Sensor, sodass er dann da tatsächlich irgendwie halbwegs realistische Werte irgendwie hat. Da sagen wir mal, dass er irgendwie immer nur so 15 Grad unter dem ist, was er quasi im Original hat. Und Ich hab halt wirklich jeden einzelnen scheiß Kabel durchgemessen. Entschuldigung für das Fluren. Hab mir extra hier dieses Buch von VW irgendwie, dieses Originalbuch bestellt, ja. Und bin wirklich jeden einzelnen Draht vom Motorsteuergerät bis zu den einzelnen Dingern quasi durchgegangen. Also jeden Kontakt von der Klemme hier bis zu den Verbrauchern, bis zu den Relais, bis zu dem Sicherungskasten, bis zur Pumpe, bis zur Benzinpumpe. Es ist überall das gleiche Problem, dass der, und ich habe einfach keine Idee, woran das liegen könnte. Was macht denn dieses Motorsteuergerät bei 90 Grad, dass der denn irgendwie anfängt, irgendwas zu regeln? Also der muss doch, also in meiner Theorie ist da sozusagen versuchtet oder schaltet, muss ich da irgendwas dazu schalten, irgendwas hier in dem Auto, was denn quasi ein Störsignal oder irgendwie sowas liefert. Ja, hier, der oben, auch neu. Also ich bin wirklich, ich begreife das nicht. Und das macht mir halt insofern Angst, als sozusagen, ich fahre den ja auch, ich fahre ja genau den gleichen Motortypen. Und also das ist jetzt hier nicht meiner. Aber der ist abgemeldet, deshalb habe ich hier Zeit, den zu diagnostizieren, aber es ist mir, also wenn ihr irgendeinen Tipp habt, irgendeine Idee habt, was sein könnte, oder im allerbesten Fall, wenn ihr dieses Problem schon mal hattet und den Fehler gefunden habt, ja, 90 Grad, ungefähr 90 Grad, 85 bis 90 Grad, dann diese im Leerlauf, ja, und man kann damit auch nicht fahren, also das ist sozusagen, der nimmt dann auch irgendwann kein Gas mehr an, also umso wärmer das wird, umso schlimmer quasi ist das Verhalten. Und ja, ich bin über jeden Ratschlag dankbar. Ich habe sämtliche Sicherungen rausgenommen, sozusagen im laufenden Betrieb. Sozusagen gibt es ja im Grunde genommen nur zwei Sicherungen, die man nicht ziehen darf, damit der Motor nicht aushebt. Alle rausgenommen, alle Relais abgezogen. Also alle bis auf die beiden, die man sozusagen nicht abziehen darf, das 30 und das Benzinpumpenrelais, damit der Wagen nicht aushebt. Also ich habe wirklich keine Idee, ob das irgendwie von irgendwo anders im Auto kommt, dass da ein Störsignal ist. Ich habe so ja mit einem Oszilloskop gemessen. Ja, habe hier so ein kleines, ich hoffe, irgendjemand guckt sich das Video auch an. Ich habe hier so ein kleines Oszilloskop, also das ist irgendwie so ein China-Kracher. Da kannst du umschalten von oben auf, also hier ist sozusagen alles Mögliche und dann kannst halt hier umschalten, dann hast halt ein richtig kleines Oszilloskop, wo du dann halt irgendwie irgendwelche Strömungen, dann halt mal das Signal sozusagen hier, was diese Diagnosesignal quasi halt mal angezapft und hab geguckt, ob das da irgendwelche Probleme gibt, aber auch alles in Ordnung. Ja, also, oder ob es irgendwelche Störsignale gibt. Nüscht. Ich bin ratlos. So, ich hab den Kabel doch noch gefunden.
Also hier habe ich aus meiner Kabelkiste einen Anschluss genommen, der genauso ist wie der, der auf den Temperatursensor geht. Und dann halt hier in Reihe 100 Ohm quasi in den Kabelstrang eingelötet, so dass ich jetzt hier insgesamt also auf 108 Ohm komme. Und hier habe ich jetzt hier diese normalen Terminals, also diese normalen Pins, die ich dann in den Originalstecker reinstecke und dann mache ich da ein bisschen Isoband drum, damit das quasi reversibel ist, dass ich da nicht abschneide, falls ich doch irgendwann mal den Fehler finde. Ja, naja, und jetzt addiert sich quasi zu dem Widerstand, den der Temperaturfühler macht, halt immer 108 Ohm dazu. Und da der bei, sagen wir mal, 85 bis 90 Grad immer so bei 250 bis 300 Ohm ist, also der Temperaturwiderstand, der fällt ja, komme ich dann quasi auf 350 bis 400 Ohm und das sollte das Steuergerät mit ungefähr, wenn er, selbst wenn er knallenheiß ist, sagen wir mal so mit 75 Grad erkennen. Ja, naja, und wie gesagt, dann läuft er. Aber das kann auf jeden Fall nicht die Lösung sein.